Hallo und herzlich willkommen zurück. Hallo zu einer weiteren Folge Far Cry New Dawn. Nein, noch nicht New Dawn, Far Cry 5. Ich habe jetzt hier einen anderen sexy Hubschrauber geholt und jetzt werden wir mal starten. Wo ist er? Hinten drin sitze. Hoch geht's. Und jetzt geht's nämlich zum Bunker. Den markieren wir jetzt schnell mal auf der Karte. Sehr schön. Sind wir sogar schon in der richtigen Richtung. Und Feuer frei. Wo denn? Hier? Nö. Auf den Instrumenten wird angezeigt, dass ich gekippt fliege. Stimmt aber nicht. Hast ein bisschen Zeit verzögert, okay. Naja, bitte. So, da müssen wir ja offensichtlich hin. Den Bunkerschlüssel haben wir uns ja schön abgeholt schon. Oh. Dass hier die Hirsche fliehen, wenn ich die Sektenjungs abknall. So, haben wir noch zwei Hirsche erlegt. Da ist nichts mehr, glaube ich. Wenn hier noch irgendwelche Billo-Jungs rum. Ich glaube, es ist nicht so schlau, den Hubschrauber auf dem Silo abzustellen. Falsche Taste, aber da haben wir das auch mal gesehen. Was? Raus hier und looten. Beschädigte Haut, beschädigtes Fleisch. Kein Wunder, wenn man mit einem Hubschraubermaschinengewehr auf Hirsche schießt. Mit Kanonen auf Spatzen. Da. Bleibt natürlich im Zaun hängen, mein Maschinengewehr. Hallo, ich bin's. Das ist richtig. Ah, da sind sie auch gut drin. Oh, Moni. Also bei der Kacke jetzt zu stürzen und verletzt zu sein, das ist ganz ehrlich wie beim Pfadfinderausflug sich das Bein zu brechen. Hier ist ein Zettelchen. Seelendemografie. Es ist wichtig, dass ihr an Folgendes denkt, wenn ihr Seelen auswählt, die gerettet werden soll. Reine Seelen. Das ist ein Muss. Ist eine Seele von der verderbten Welt befleckt, dann schaut dem Menschen in die Augen, um zu sehen, ob er erlöst werden kann. Jede Seele muss die Reinigung durchlaufen, ehe sie in den Bunker gebracht wird. Zweitens, klarer Verstand. Wir brauchen Menschen mit viel Intelligenz, Talent und Fähigkeiten. Vor allem müssen sie beweisen, dass sie sich ganz dem Aufbau einer besseren Welt verschreiben können. Drittens, gesunder Körper. Nehmt die Gesunden, nehmt die Starken, nehmt die Jungen. Die Kinder von heute sind die Mütter und Väter von morgen. The Power of Yes. Hat ja super für dich funktioniert. Interagieren. Bunkerzugang gewährt. Ich bin nicht gerade das, was man einen Hundetyp nennt. Ja, und das hat jetzt was zur Folge, Nick? Was ist denn ein Hund im Flugzeug? Abregelung ausgeschaltet. Mhm. So. Schleich mal hier mal geschmeidig rein. Kommst du mit? Okay, das geht also nicht. Ja, interessant. Unsere
Ist doch gut, jetzt schrei doch mal nicht so rum. Wir müssen diesen Ort beschützen, wie der Vater es gesagt hat. Wie der Vater, so der Sohn. In dem Gebäude. Du das siehst ist noch ein Zeichen. Der Koller drückt näher. Ich bin froh, dass wir sie gemeinsam teilen. Hallo. Alter. Fängt ja super an. Ja, läuft bei mir. War mit dem Molly war nicht so gut, glaube ich. Das war dumm. Oh. Anstrengendes Spiel manchmal, ey. Es ist halt auch so ein Ding, dass ich so schlecht in sowas bin. Wie? Hier waren wir doch schon. Das hat sich schon erledigt, Nick. Wir jagen da mal nochmal Raketen rein. Wozu haben wir sie denn? So. Guck mal. Nämlich auch ein bisschen Munition gespart, gerade für den Anfang, wo die vielen kamen, ist das natürlich hervorragend. So, mal hier sind sie reingeflogen, allesamt. Das ist auch Kettenmaschinengewehr. Großartig. Plündern. Den Zettel haben wir gerade schon gelesen. Hier ist dann noch einer rumgeflogen, das weiß ich ganz genau. Ich habe es gesehen. Das ist wie wir rollen. Nein. Schneller bitte. Wir haben doch keine Zeit. Abregelung ausgeschaltet. Ja, ja. Warte mal. So. Achso, dann werde ich mal schon mal das Richtige ausrüsten. Fernzünder-Sprengstoff. Dann nehmen wir das. Schöne Sprengfalle. Das gleiche wie wem denn? Schrei nicht so. Schön zum Trocknen aufgehängt. So. Ja, ja. Schön alles plündern. Denn dann kann ich vielleicht. Na, guck mal. Die sind mir nämlich irgendwie sehr sympathisch. Ich bin froh, dass wir sie gemeinsam teilen dürfen.
Willkommen in der Zukunft. Ruhig dich. Du hast keine Zukunft. Deine Zukunft endet hier. Offensiver vor. Außer natürlich in solchen Momenten. Elch. So ist richtig. Genau. So wie er es vorgemacht hat. Es brennt. Deine Mutter brennt. Läuft bei euch? Silo BH. Das sind besonders große BHs. Das sind dann Silo BHs. Gemerkt. So, hier ist ein Gitter davor, da kommen wir bestimmt später noch hin. Ja, ja. Guck mal. Ganz viel. Und nichts davon wird dir Spaß machen. So. Was die andere Deputy-Schnalle? Wer bist du? Das weiß ich noch nicht. Beginnt für euch alle ein neues. So, plündern, haben wir ja noch irgendwie lustige Sachen. Nein, sieht aber aus, als ob wir ja später nochmal hin müssen. Links und rechts von euch stehen eure Brüder und Schwestern. Lernt einander kennen. Umarmt einander als eine Familie. Das möchte ich vielleicht nicht, weil ihr riecht alle streng und habt dreckige Klamotten. Was ist hier passiert? Er fand das nicht so gut, was ihr hier mit ihm macht, oder? Kann ich die Säge nehmen? Was ist das denn eigentlich für ein Dreck hier? Voll ekelhaften. Oh, Sequenz. Nenn mich Sequenz, kleines Kind. Haben die selber umgebracht oder wurden die umgebracht? Widerlich aus, was ist da nur? Alter, Falter, uahaha. Auf mich zu schlagen, saute mit U, ey. Ach, das ist die Bliss gesteuert oder was? Beruhig dich, Monika. Monika. Brocky? Du? Oh Gott. Oh Gott. Hätte nicht gedacht, dass du zurückkommst. Irgendwas ist hier passiert. All die verfickten Peggys sind hier rumgerannt. Alle Türen fingen an, sich zu schließen, uns alle einzusperren. Ich dachte, ich würde hier nie wieder rauskommen. Beruhig dich, Monika. Wasch dir erstmal die Hände. Du Dreckigen. Und das alles wegen ihm. Seinetwegen, Monika, seinetwegen. Dieses verdammte, verfickte Stück Scheiße. Ja, beruhig dich doch, den kriegen wir noch. Er kam hier runter. Und dann stand er einfach nur da.
und sah zu. Wir winselten um Gnade und dieser Ficker guckt nur. Aber das ist, was Ficker tun. Sie gucken. Monika, meine Hand auf deiner Schulter wärmt dich. Monika. Die anderen. Okay, da waren noch andere mit mir hier. Wir holen sie heraus. Und dann fackeln wir das ganze verdammte Ding hier ab. Hilf mir. Oder geh mir aus dem Weg. Beruhig dich, Monika. Ich bin schon reingekommen. Komm schon. Wir müssen zum Kontrollraum. Nur so können wir die Räume aufsperren und die anderen befreien. Monika, warum nimmst du eine Pumpgun? Gut, was eigentlich nicht so dumm ist hier drin, aber... Silo C. Ja, aber Silo B. H. Wer ist denn? Die Räume sind nach Sektion sortiert. Verdammt, man kann nicht alle Schlösser gleichzeitig öffnen. Ich muss es Sektion für Sektion machen. Mhm. Okay, geh runter und hol die Gefangenen raus. Ich kümmere mich um die Schlösser. Ich funk dich an. Die Notausgänge wurden entriegelt. Ich geh vor! Gute Idee. Kommst du, oder? So. Ah, ich liebe dieses Gewehr, aber es hat zu wenig Munition. Ich bin zu schwach und kann nicht so viel tragen. Ich bin ein Mädchen. So, gucken wir mal. Haben wir hier vielleicht noch Munition dafür? Hier liegt ein Knieschoner rum. Naja. So, ist noch einer? Nee, das ist nur Matsche. Matsche, Matsche, Matsche. Zelle öffnen. Startsequenz wird abgebrochen. Ja, ja. Okay, halt die Augen offen. Ich hab dir eine Plattform vom Raketenabschuss-Silo herabgelassen. Ja, und jetzt? Ja, was soll ich denn jetzt tun? Soll ich da runterspringen, oder was? Darüber solltest du in den Kontrollraum kommen. Du siehst einen Haufen Konsolen. Mach sie kaputt! Scheiße, Peggy! Ja, ja, sie sterben. Sie werden auch sterben, wenn ich hier nichts tue. Guck mal in mein Kanonenrohr. Warum man erst eskalieren muss hier, ist ja nervig. Leg mal einen neuen Latz ein. Zerstör die Konsolen, das ist der einzige Weg, die letzten Gefangenen zu befreien. Ja, ist hier noch jemand im Konsolenraum, bevor ich hier die Konsolen zerstöre? Ich hoffe, jag sie hoch, beeil dich einfach. Schon uns läuft die Zeit davon. Achtung. Es hat geklappt, die Zellen sind offen. Da war's. Holla die Waldfee, wo muss ich hin? Oh, nur noch 38 Schuss.
täte ich mir anders wünschen. Guck mal, hier geht's hoch. Na bitte, arbeite dich nach oben vor. Diese Dinger wurden schon ewig nicht benutzt. Wenn also was klemmt, schieß einfach auf die Halterung. Verdammt, man kann nicht alle Schlösser gleichzeitig öffnen. Ich muss Sektion für Sektion machen. Ja, erzähl's mir doch nicht, sondern mach's einfach, Monika. Keine schlechte Idee, Ruby. Klettere weiter. Wenn du fast ganz oben bist, kommst du zu einem Raum, in dem die Sekte ihre Bliss- und Benzintanks lagert. Uiuiui. Systemfehler. Ja, und nu? Nicht darüber, oder was? Hoppala. Welche Benzintanks? Elektrisches System abgeschaltet. Warnung. We don't need no water, let this... Das war ein Bliss, das ist vielleicht nicht so sexy. Was bist du? Du brennst, Alter. Druckabfall. Reload geht gut. Kohlenmonoxid entdeckt. Ja, warum eigentlich nicht? Feuer entdeckt. Hier lang? Nee. Ah, hier. Gefahr. Wo muss ich denn hin? Notfall. Ja, aber... Dadurch? Da komme ich, oder? Ach, hier. Ist ja nicht. Alter Falter.
für ein langer Weg. Region befreit, das ist ja schon mal großartig. Für mich ist jetzt die Frage, laufen jetzt hier immer noch Sektenleute rum oder ist das jetzt vorbei? Und zweitens... Hey. Oh, es gibt Bier. Gott verdammt, sowas habe ich hier ja noch nie erlebt. Wir haben dich nicht grundlos gerettet. Hey. Du hast uns was zurückgegeben, das wir schon verloren glaubten. Hoffnung. Die Unschuld. Achso, okay. Ich sagen, mein egal, was passiert. Wir stehen hinter dir. Hey. Das war höllisch gute Arbeit, Rookie. So wie ich das sehe, hast du jetzt hier das Sagen. Und wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Oh ja. Ein Siegel ward geöffnet. Mein Bruder John wurde von wenigen geliebt. Von vielen gefürchtet. Missverstanden von allen. Außer mir. Aber du schlau bist. John wurde nicht als Monster geboren. Er war noch ein Kind, als unsere Familie auseinanderbrach. Er war liebevoll, gütig, voller Freude. Und somit ein leichtes Opfer. John war nicht perfekt. Und er war nicht immer gut. Aber er war mein Bruder. Und die Verantwortlichen für seinen Tod werden bestraft. Das verspreche ich euch. Step into the garden. We're gonna lock the gate. We gotta keep out the sinners. We gotta keep out the hate. Look at the horizon. The time is coming near. Look out at the world on fire. Look at the people frozen in fear. We won't listen to their crying. They had their chance to see the light. We won't be handing out no pardons. 'Cause the world is gonna end tonight. Shake. Now the sea is flooding and the earth begins to quake. Hear the boom of thunder. It sounds just like the voice. Should've listened closer when they made that choice. We won't listen to their screaming. Had their chance to do what's right.